Hallo liebe Outdoor-Freunde, ich bin heute mit zwei Leuten unterwegs, die ihr vielleicht auch kennt, und zwar die Woni und der Micha vom Kanal Wanderverliebt. Tja, wir waren schon zusammen wandern, das habt ihr in einem anderen Video sicher gesehen, ansonsten verlinke ich den nochmal hier. Und dann habe ich die beiden tatsächlich bequatschen können, mit mir ein bisschen Trailrunning zu machen. Und was dabei rauskommt, das seht ihr gleich. Seid ihr bereit? Jawohl, los geht's. Wie war das jetzt, Michael? Wir sind hier in der Nähe der Brüder Seen. Ja, also nicht ganz direkt daneben, aber sage ich mal so ungefähr die Richtung zwischen Bonn und Brühl in der Wille. Ja, in der Wille? In der Hangtanze der Kölner Bucht sind wir unterwegs. Und wir machen jetzt einen kleinen Lauf durch den Wald bei Märten in Trippelsdorf. Trippelsdorf, na, wenn das jetzt mal nicht zum Laufen passt. Hast du jetzt extra neue Schuhe geholt? Ja. Ja. Michael hat keine Laufschuhe. Ja, keine Laufschuhe. Jetzt hast du welche. Richtig. Sehr gut. Aber Sneaker lassen sich ja auch im Alltag modisch einsetzen. Ja klar. Ja, wer weiß, wenn es jetzt Spaß macht, vielleicht müssen wir jetzt immer ran. Neues Hobby. Heißt ihr demnächst Laufverliebt? Neuen Trailer genau. Müssen wir machen. Bei dir auch noch alles fit, ne? Ja, ich bin jetzt gut warm, aber... Aber sonst gut, ne? Ja. Ich wollte gerade sagen, du hast ja auch einen Profisportler-Hintergrund. Du rennst uns wahrscheinlich alle in Grund und Boden, würde ich mal sagen, wenn es drauf ankommt. Weil du bist ja bestimmt früher auch viel gelaufen. Ja, früher aber. Aha, okay. Das ist jetzt schon ein bisschen her. Okay, also ja. Im Vergleich zu vorher bin ich jetzt auch eher so ein Couch Potato geworden. Sogenannte Kipchoge-Challenge. Oh, Kipchoge? Ja, also quasi wie lange schafft man es, das Tempo von dem, ja, Hölle, was ne? er bei seinem Weltrekord gelaufen ist, durchzuhalten. Ja, der hat eine Pace von 2 Minuten. Nee. Was hatte der? Du weißt das. 2 Minuten, irgendwas mit 2 Minuten noch was, ne? Ja, auf jeden Fall verrückt. Ja, ich blende es gleich ein. Ich habe gerade irgendwie ein bisschen Sauerstoffleere im Gehirn. Ich wusste eigentlich die Pace von Kipchoge. Aber ach ja, falls ihr nicht wisst, wer ist Kipchoge? Eliud Kipchoge, der erste Mensch, der es geschafft hat, einen Marathon unter 2 Stunden zu laufen. Unglaubliche Leistung. Allerdings hat er es nicht ins Guinness-Buch damit geschafft, weil er das nicht unter den, sag ich mal, Guinness-Buch-Bedingungen gelaufen ist. Ne? Ja, er hatte Pacemaker, also Geschwindigkeitsmacher dabei. Genau, die Strecke war genau abgesteckt und so weiter. Also, das ist aber trotzdem eine unfassbare Leistung. Wer diese Geschwindigkeit mal gelaufen ist, die der über 2 Stunden oder 2 Stunden lang läuft, irre. Ne? Also echt unfassbar. Ja. Ich glaube, ich habe es letztens gesehen im Sportvideo. Da war eine wirklich fitte Sportlerin. Die hat es noch nicht mal eine Minute geschafft. Also das ist schon eine Herausforderung. Ah. Ich glaube rechts, ja, rechts. Und ihr sagtet gerade, ihr hattet bei einer Wanderung mal euer, was war das für ein Great GPS? Die Kamera vergessen. Ja, auch die gute, ne? Die Spiegelreflexkamera. Wie sich das gehört, ja. Ja, also nicht irgendwie. Ja, und leider aufgefallen ist das halt erst ungefähr 2 Kilometer später. Da wollte man ein Foto machen und griffen ins Leere. Ja, und dann hieß es natürlich, im Stechschritt bzw. Lauf zurück. Und das in den dicken Wanderschuhen wohlgemerkt. Ja, ohne Federung, ohne alles. Oh Gott. Wir haben die Kamera wiederbekommen, aber auf Kosten einer riesigen Zerrung von mir. Und die hat sich, glaube ich, erst so, ja, ich glaube, eine Woche oder 2 später so richtig erst wieder gelöst. Da waren die nächsten Wanderungen schmerzverzerrt. Ah, das ist bitter. Und jetzt immer flexibel bleiben durch regelmäßiges Training. So ist es. Falls man mal wieder die Kamera verliert. Ja, also. Genau. Wanderstiefel aus, Running-Schuhe an und los geht's. Ja, die Running-Schuhe, die habe ich wahrscheinlich jetzt sowieso öfters mal an, wenn wir Strecken haben mit nicht allzu vielen Steigungen. Ja. Dann werde ich im flachen Gelände die auch mal anziehen. Alleine, um so ein bisschen einzulaufen. Und es ist ja schon bequemer. Das ist wirklich so. Ich muss auch sagen, ich bin meistens inzwischen, seit ich das ausprobiert habe, mit Running- oder in dem Fall Trailrunning-Schuhen unterwegs.
Die Dinger sind wirklich super leicht und ja, es ist schon schön, wirklich schön und glaube ich angenehm, nicht so schmerzende Füße zu haben. Kann der Kipchoge einpacken. Ja. Inzwischen ist es nicht nur wahnsinnig dunkel, sondern auch wahnsinnig schlammig geworden. Weiß nicht, ob man das hier so sehen kann. Leute, Leute. Da ist der Schlamm natürlich weg. Ja, ist klar. Da hinten, da ist neuer Schlamm. Hier muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein, deswegen sind wir jetzt auch mal in den G-Modus gegangen. Ja, das hier, war, hier. Jetzt wird es richtig glatt. Ja, und ja, hier kann man es sehen. Ei. Ein bisschen Abenteuer. Oh. Ja, also hier kann man nicht so durchsprinten. Das machen wir alles freiwillig. So, Moment, ich muss mal gucken, ob wir hier noch richtig sind. Ob es wirklich richtig geht? Ich glaube wahrscheinlich. Ja, hier geht es ja eh um die Ecke. So, ne? Hier geht es ins Wasser. Hier ja, seid vorsichtig. Hier geht es. Eieieiei. Was ist das denn hier? Was ist das, ein See oder Teich? Oder? Das sieht aus wie so ein Teich oder Sümpfe oder was, ne? Ja, wir sind wieder zurück am Ausgangspunkt, am Parkplatz. Wie hat es euch gefallen? Super. Ja, super. Sehr gut. Hat Spaß gemacht, also lustiger, als ich gedacht habe. Und vor allem habe ich es besser geschafft, als ich gedacht habe. Ja. Ich dachte, nach 3 Kilometern wäre ich platt, aber tatsächlich. Du bist ne? ja abgegangen. Michael, die Gazelle ja, hier, ne? Das ist der Hammer, ne? Er hat gesagt hier, ja, also Michael jetzt inzwischen Couch-Potato, hat sich selbst auch total unterschätzt und immer vorne weg. Wow, bist da auch über den großen Baumstamm gesprungen, wie eine Gazelle, wirklich. Also. Ein junges Reh. Ein junges Reh, genau. Wie heißt das hier mit dem Rüssel? Ja. Ja, genau. Nee, war super, war echt richtig super, hat Spaß gemacht. Ja, und vielleicht konnte ich euch ja ein bisschen anpieksen für dieses Hobby, fürs Trailrunning. Vielleicht hat ja der ein oder andere auch Lust gekriegt. Wir auf jeden Fall sind hier bestimmt nicht das letzte Mal, auf oder? Jeden Fall. Ne? Und wenn ja. wir das schaffen, vor allem wenn ich das schaffe, dann schafft ihr es auch. Habt ihr gehört? Ja, genau. Nee, also Roman, da machen wir auf jeden Fall wieder. Ja, gerne. Bin ich gerne jederzeit dazu bereit. Ja, dann würde ich sagen, dann war es das und wir sind weg. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss. Ja, ich würde aber auch sagen, lieber gehen, das sieht ein bisschen rutschig. Ja, soll ich mal testen? Ja. Teste mal. War eine schöne Zeit mit dir. Genau, hab dich lieb.